Moin zusammen, liebe Community, schön, dass ihr hier seid. Heute ein kleiner Real Talk Vlog für den AMA-Bereich, also für alle, die nur normale Vlogs gucken. Sorry, heute ist AMA dran. Also wir müssen einfach mal jetzt ganz ehrlich einen Real Talk zusammenführen, weil es halt momentan richtig kacke ist. Ne? Ich glaube, die Meinung kann jeder mit mir teilen. AMA ist kacke, ne? Und Serverwachstum und sowas ist natürlich sehr, sehr gering, sehr, sehr klein. Kommen wenig neue Spieler nach. Liegt natürlich zum einen natürlich auch an GTA, ganz klar. Zum anderen natürlich auch, dass wir leider momentan nicht vorwärts kommen. Und genau das will ich einfach jetzt ändern. Ich will jetzt hier vorwärts kommen. Wir wollen ja mittlerweile von Abramia weg in Richtung Tanoa gehen und haben einen Skripter, der allerdings vor Herbst Wintersaison, weil er eben in der Landwirtschaft tätig ist, unser lieber Karl, Grüße gehen raus, wenig Zeit hat. Und Karl meinte, wow, da läuft das Stream, Entschuldigung. Karl meinte auch, auch wenn wir Karl haben, natürlich weiterhin nach Skriptern suchen sollen und deswegen jetzt auch heute nochmal ein Video. Ich hatte vor einer Weile mal ein Video gemacht, daraufhin hatte sich ja da Karl gemeldet. Ich mache jetzt wieder ein Video. Wir suchen aktive, ambitionierte, gute Leute für AMA 3 Scripting, um uns den Server aufzubauen. Auch für langfristig. Also nicht nur Server aufbauen und das war's dann. Nein, sondern wirklich auch für langfristige Projekte. Wir suchen im Endeffekt Community-Mitglieder, die skripten können. Ja? Leute, die nicht nur skripten, sondern eben auch an diesen Skripts eventuell Spaß haben und mit uns auf dem Server zocken. Also wir wollen keine Arbeitskräfte, wir wollen Leute, die Bock auf die Community haben und die Bock drauf haben, hier was zu verbessern, hier was zu ändern und den Server vorwärts zu bringen. GTA ist nun mal eine Riesenkonkurrenz, genauso wie, Identity heißt es. Das kommt eventuell auch in 40 Jahren raus, ne? Das wäre dann wieder so ein Konkurrent im Roleplay-Bereich und natürlich auch andere Spiele, die auch viele Roleplay-Elemente mittlerweile mit einbinden. Wer weiß, wo Scum zum Beispiel hinführt, eventuell gibt es ja dann auch mal eher was für Rollenspieler und so weiter. Aber da wir einfach eine AMA 3 Community hauptsächlich sind und ich glaube, jeder von euch ungerne AMA 3 verlassen würde für was anderes, bin ich immer noch der Meinung, dass wir daran arbeiten sollten und mal vernünftig einen Tanoa-Server auf die Kette kriegen sollten. Mit geilen Mods, mit super Sachen und so weiter und so fort, mit tollen Mods. Und da richtig durchstarten. Und das ist eben das, was ich erreichen möchte. Und dafür brauche ich aber eure Hilfe. Solltet ihr also jemanden kennen, ich sag's jetzt nochmal. Das Video ist schon ein bisschen älter, das andere. Ich sag's nochmal. Solltet ihr jemanden kennen, der Bock drauf hat, der vor allem auch Zeit hat, das ist ganz wichtig, also ich will den Karl nicht rausschmeißen, der macht das ja super, er hat nur keine Zeit, also suchen wir eine Unterstützungskraft dafür. Wenn ihr da jemanden kennt, zögert nicht, den zu fragen, immer gerne zu mir schicken, jederzeit, ich bin da. Ja? Wir brauchen jemanden, weil sonst kommen wir nicht vorwärts, sonst wird es nichts. Fertig aus, sage ich euch ganz ehrlich, wir brauchen jemanden. Oder wenn du gerade das Video guckst, selber AMA-Developer bist oder mal warst und hättest wieder Bock auf was, wir sind echt eine geile Community und wir haben echt Bock drauf und würden uns wahnsinnig freuen, wenn du dich bei mir meldest, wirklich. Dann gibt es natürlich immer Leute, die gleich mal fragen, hier Bezahlung und so. Bei uns gibt es eine Bezahlung, ja. Die sieht folgendermaßen aus, sobald wir wieder einen Shop haben mit Premium-Rängen, also gemäß Bohemia Interactive-Richtlinien ohne Spielvorteile und den ganzen Kram, ist ja sowieso klar, dann gehen 40% des kompletten Erlöses ans gesamte Dev-Team. Also wenn es zwei Devs sind, dann kriegt jeder 20% oder eben im Rahmen dessen, was er gemacht hat. Also wenn der eine einfach 90% gemacht hat und der andere nur ein bisschen ausgeholfen hat, kriegt der natürlich mehr, ist klar, ne? Also so ist es bei uns aufgeteilt, die anderen 60% gehen in Serverkosten und in Modpack-Kosten, falls wir uns was kaufen oder irgendwas anschaffen müssen. Ne? Upgrades und so weiter, Wartung, was auch immer anfällt. Ne? Das sind die Konditionen und das ist mein Angebot und ich würde mich wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr euch bei mir melden würdet. Wir suchen wirklich Leute und ich sage euch eins, ihr kennt es vielleicht von anderen Servern, ich habe es von vielen Skriptern immer wieder gehört, dass die Arbeitsbedingungen alle kacke sind und man wahnsinnig ausgenutzt wird. Das ist bei uns nicht so.
wir schätzen unsere Devs hier und wir brauchen sie. Ganz, ganz dringend, wirklich, kein Scheiß. Gibt wahrscheinlich nichts, was wir gerade dringender brauchen. In diesem Sinne, bitte teilt das Video in sozialen Media, wo ihr denkt, wenn ihr in Gruppen seid, da könnte jemand drin rumflirren, der das kann und Bock drauf hat, teilt es. Ja. Schickt es an Leute weiter, wo ihr wisst, hey, der will vielleicht. Na? Und dann schickt die Leute zu mir. Auf jeden Fall. Bitte, liebe Leute. Ganz wichtig. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Es war mir nur nochmal wichtig, gesagt zu haben. Wir wollen weiterkommen und es soll jetzt nicht hier bei Abramia stagnieren bis Dezember. Wir wollen loslegen. Bitte! Danke. In diesem Sinne, schönen Tag. Macht es gut, haut rein, nehmt es nicht zu stressig. Und heute Abend 20 Uhr im Stream, würde mich freuen. Bis dann.